Guten Tag und willkommen zurück beim Super Mario Maker 2 Online LP. Heute schauen wir mal wieder in die Rangliste rein. Ja, wie kann es auch anders sein? Und wir sind doch bei der Detailsuche. Wir machen mal auf beliebt, so wie ich es eigentlich vorhatte. Und das Auto-Switch Castle ist immer noch da, ganz beziehungsweise relativ weit oben und sogar auf Platz 1. Krass. Naja, aber bevor wir in die Trends wirklich reinschauen, also bevor wir anfangen, die Level zu spielen, gibt es hier noch Mitteilungen und da schaue ich ein bisschen mal mit euch herein. So, hier gibt es die Errungenschaften. Das haben wir alles zusammen gemacht. Kennen wir alles? Kennen wir? Ja gut, aus vielleicht ein Anfängerstrampler und das Lätzchen-Shirt. Aber sonst alles, das haben wir ja im Offline-LP. Hatten wir es ja im Story-LP. So, Neuigkeiten. Du kannst jetzt bis zu 64 Level hochladen. Was? Warum? Die maximale Anzahl von Leveln, die du hochladen kannst, wurde von 32 auf 34 erhöht. Es ist geplant, diese Anzahl in Zukunft noch einmal zu erhöhen. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit Super Mario Maker 2. Das ist cool. Das ist ganz nice. Aber dass ich das einfach so kriege, gefällt mir jetzt nicht wirklich, weil das heißt, die anderen kriegen das auch. Heißt, die können natürlich dann mehr Level bauen, beziehungsweise mehr Level bauen, die trash sind. Und wenn man gute Level baut, dann ist es eigentlich klar, dass man Likes bekommt. Also sollte man es vielleicht darüber regeln. Ich glaube, im ersten Teil war es auch so. So. Ich glaube, das sind noch die alten Ergebnisse, deshalb refreshen wir mal. Ja, es waren noch die alten Ergebnisse. Okay. Heißt, wir machen jetzt erstmal Slide and Jump 2. Hört sich nach einem ziemlich einfachen Level an. Vor allem, wenn man auf die Abschlussrate schaut, dann weiß man eigentlich direkt, dass es ziemlich einfach sein wird. Aber ich feiere die Mario 64 Mucke. Die ist nice. Es wäre cool, wenn man irgendwie ja festlegen könnte, dass man immer weiter rennen muss. Also, dass man sich immer weiter bewegen muss. Gibt es das nicht sogar als Zielvorgabe? Oh mein Gott. Alles klar. Da hat er mich für einen kurzen Moment gehabt. Aber es ist auch sowas ähnliches wie so ein Trust the Traps-Dingen. Also nice auf jeden Fall. Oh. Mit dem Stern sind wir ziemlich schnell, also aufpassen. Alles klar. Oh. Hoff mal sie... Alter. Deutsch schwer. Aufpassen, dass ich hier nicht so schnell werde und runterfall. Ja, war nice. War nice. Hat sein Like schon verdient. Warum nicht? Planetary Exploration. Mit der Masa. Na, da habe ich jetzt nicht wirklich Bock drauf, um ehrlich zu sein. 3D World Game Version. Da ich 3D World mag und mich frage, was mit Game Version gemeint ist, zocken wir es einfach mal. Ich hoffe, das ist was Vernünftiges und nicht so ein Standard-Level. Ah ja.
Okay, das ist auch cool. Das ist nice. Oh ja, stimmt. Die springen erst sehr spät. Oh, was? Alles klar. Ziemlich schwer zu timen, aber irgendwann hat man's. So. Ist nice. Feier ich. Nice Ideen, Mann. Das ist wie, das ist eine getrennte Level im Mario Maker 1. Wie hieß denn das nochmal? Hier, Minigame Cave. Nur halt 3D World Version. Und, ja. Feier ich. Nice. Es ist immer noch nicht vorbei. Ha. Okay. Eigentlich so ein Level, wo man nicht wirklich verkacken kann. Aber... ja. Es macht trotzdem Spaß. Weil es eben diese nicen Ideen hat. Man immer wieder was Neues sieht. Hallo. So, jetzt aber. Okay. Nice. Immer noch nicht vorbei. Okay. Ja, okay. Hab's direkt gesehen, dass ich verkackt hab. So, let's go. Ja, okay, anscheinend muss man sich treffen lassen. Was? Guard. Okay, wir müssen jetzt anscheinend irgendwie einen Powerblock beschützen. Oh! Ah, okay. Verstehe. Alter, ich bin zu niedrig gesprungen, war allerdings kein Problem. Es ist noch dagegen geflogen, das Ding. Nice. Ja. Indeed, nice. Hip. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, aber... Okay. Ja, sowas ähnliches haben wir ja in einem Level schon gesehen, was nur auf dieser Idee mit den Powerblöcken aufgebaut hat. Aber trotzdem nice. Cool, dass er sich davon hat inspirieren lassen. Weiter so. Weiter so. Und hierauf habe ich auch noch mega Bock. Auf die Hardcore-Jumps. Kurz und knackig. Hatte ich da gerade einfach nur Pech oder war ich einfach scheiße? Ich schau's mir vorher an. Ja, anscheinend hatte ich einfach nur Pech. Oder vielleicht war ich auch ein bisschen scheiße. Kann natürlich auch sein. Ja. So hardcore waren die jetzt nicht, die Jumps. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wobei an der einen Stelle, wo man so ganz knapp auf die Plattform draufgekommen ist, das war schwer. Die anderen Sprünge waren im Machbaren. Was? Aber trotzdem nur 7% Abschlussrate? Okay.
Mario Land Super Bowl. Oh, Moment, mit der Super Bowl Blume. Ja, Mann. Da habe ich Bock drauf. Ich feiere die Musik so hart ab. Aber wirklich so hart. Ich meine, das ist das zweite Mario Game, was ich je gezockt habe. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Mann. Cool. Und... Ach so, ja. Natürlich. Natürlich. Nice. Ich meine, ja. Die Idee kennt... Hä? Was? Ach so. Ah, okay. Ja, 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 ja. Jetzt verstehe ich. Ich meine, die Idee kennt man, aber... Ich feiere das Level. Nein! Was tue ich? Oh Mann. Oh mein Gott! So, jetzt aber. Oh Mann. Nichts, wo man jetzt sonderlich lange failen muss. Ja. Okay, nice. Was? Sind die Red Coins optional oder... Hä, was? Wie? Ach so, man... Ach, Moment. Man muss, glaube ich, gar nicht springen, sondern man kann auch so hin und her schwingen und muss die Powerblöcke da oben treffen. Jetzt sehe ich's. Aber warum haben die das denn nicht direkt getroffen? Die Superbälle. Verstehe ich jetzt eher weniger, aber... Was ist hier denn jetzt los? So, jetzt. Okay, hier muss man zweimal dasselbe machen. Finde ich jetzt eigentlich nicht so nice, aber... Kann man verschmerzen. So, hier die Red Coin. Komm, mach. Und hier die Red Coin. Und hier noch ein One-Up, das nehmen wir auch noch mit. Und dann geht's auch direkt weiter durch die Schlüsseltür. Und das war's noch nicht. Hier ist lediglich ein Checkpoint. Hier kommen wir anscheinend noch nicht weiter. Heißt erstmal hier... Ah, nee, Moment, da oben. Quatsch, da hinten, meine ich. Da wo... Ah, ja, okay. Ich bin blöd. Jetzt. Zack. Zack. Und... Jetzt. Zack. Nice. Hier wieder dasselbe Spiel. Ja. Good job. Hier drüben können wir nicht weiter. Das heißt, es geht hier lang. So. Hier müssen wir schnell sein, oder was? Ach, ja. Müssen wir. Aber erstmal den Powerblock betätigen. So, und jetzt kommen wir weiter. Nicht.
Okay. Ja, vielleicht hat er oben nochmal einen On-Off-Switch hinpacken müssen. Wäre vielleicht ganz geil gewesen. Ach so. Nice. Was? Habe ich zwei gerade aktiviert? Ja, komm, geh weg. Geh weg. So. Und beim Trampolin geht's weiter. Okay, okay, okay. Ist cool zu rätseln, aber ich finde, es ist ein bisschen zu lang, der Level. Oder meine ich das bloß? Oh, und perfektes Timing. Was ist hier? Ach so, wir müssen da rein. Ja, okay. Okay, verstehe. Uff, und ist immer noch nicht vorbei. Ach Quatsch. So, jetzt. Oh. Ja, okay. Was wäre passiert? Ah, ich wäre durch den P-Switch gestorben. Okay, verstehe. Und da war das Thumbnail. Nice. Run. Alter, sei doch ruhig. Es spielt die übelst geile Mario World Musik. Ich weiß gerade nicht mehr, woher sie ist. Ich meine, die ist aus einem etwas späteren Level. Ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau. Ich habe das ganz früher mal als Kiddie auf einem Gameboy gezockt. Und es war mega nice. Und das ist actually, glaube ich, auch meine Lieblingsmusik aus dem gesamten Spiel. Ja. Und deshalb hat es eigentlich 10 Likes verdient, aber ich kann leider nur einen geben. Tut mir leid. Aber ist so. So, und jetzt habe ich mal überlegt... Wir machen mal die Level von etwas weiter unten, obwohl im Moment, was war das? Ein Don't Move Level und ein Auto, zwei Auto Level hier. Okay, dann machen wir noch das Auto Level hier. So. Dann den 20 Seconds Run. Und zum Abschluss gibt's dann nochmal das Don't Move Level. Ich denke, das hört sich gut an. Also, let's go. Ich wollte gerade losrennen. Das wäre natürlich Fail gewesen. Wäre schon ein wenig traurig, in einem Don't Move Level zu sterben. Okay. Nice Idee mit den Kanonen. Firebars müssen auf jeden Fall auch drin sein. Ist klar. Aber vielleicht hätte er die Firebars spammen sollen. Das wäre nice gewesen. Wobei, was heißt Spam? Halt so ein
dass man da einmal durchfliegt, so 5-6 Firebars und durchfliegt und man sich so denkt, what, wie konnte er das timen? Weißt du? Alles klar. Aber nicest don't move level. Also like. So, jetzt. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss nach diesem Part direkt nochmal einen weiteren aufnehmen. Das sind so nice Level. Gut, das wird dann im nächsten Part dran kommen. Aber jetzt kommt erstmal dieser 20 Seconds Run hier. Und dann, wie versprochen, gefolgt von dem Don't Move Level. Also let's go. Ich denke, man muss direkt losrennen. Weil in solchen Leveln hat man wirklich sehr wenig Zeit. Was zur Hölle war das? Bin ich zu hoch gesprungen? Hä, was? Und jetzt war kein Bowser da? Okay. Ne. Ja. Auch nice. Good job. Aber beim nächsten Mal, wo dann sowas Don't Trust the Traps mäßiges ist, wo man einfach nur durchrennen muss, werde ich wahrscheinlich keinen Like geben. Immerhin muss man auch irgendwo mal Grenzen setzen und so langsam wird Standard. Also ich denke, jetzt reicht so langsam. Sammle alle Münzen und erreiche das Ziel. Will er damit dem Speedrun vorbeugen oder was genau ist das? Ja gut, wenn es eine Warpbox gibt, man da so easy drankommt. Ja gut, anscheinend ist es einfach nur just for fun. Also cool. Oder auch nicht. Keine Ahnung, ich kann gerade nicht denken. Sorry. Da war ein Schlüssel. Brauchen wir den? Sammeln wir den gleich ein? Also den Schlüssel haben wir schon mal. Ah doch, da ist er. Da ist er. Alter, ist das knapp. Ich glaube, einen Don't Move im 3D-World-Stil habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja gut, vielleicht mit dem Kart kann das sein. Ich glaube schon, ja. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Ja gut, die eine Münze, die da runterfliegt, ist natürlich geil. Wie er in den Eiszapfen springt, yo. Ja, war nice. Hat mich auf jeden Fall unterhalten. War jetzt zwar nicht so ultramäßig was zum Anschauen, aber es war nice, gute Ideen. Sehr abwechslungsreich. Mann, was geht? Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich denke, das reicht erstmal für heute und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann.
und ciao.